Tag 2 Shooting. Yes, sir. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter Moodbilder für Peso. Und vorher? Vorher noch frühstücken. Ganz genau. Bei? Hills, dem Allerechten. Yes, sir. Ey Leute, ihr seht hier wahrscheinlich 2,7 Bar Tire Pressure Low. Das stand gestern auch schon, da waren aber 30, also 3,0 Bar drin. Das heißt, irgendwie entweicht hier gerade ein bisschen Luft aus dem Reifen. Und wir haben keinen Valentino dabei, der wie in Paris den Reifen wechseln kann. Wir fahren jetzt erstmal zur Tanke, schauen, ob wir das da halt auffüllen können und das dann einfach nicht mehr entweicht und das jetzt einfach nur irgendwie ein Bug ist. Sonst wäre schlecht. Einfach zu jedem Shooting gehört irgendwie so eine kleine Autopanne. What the fuck? Wir haben einfach, man weiß nicht, wie viel Bar wir jetzt da reinmachen. Wasserfall auf gut Glück. Ja. Ich spuck ein bisschen rein, dann können wir gleich Luft rauslassen. Schau mal. Okay, Luft ist aufgefüllt. Scheint alles gut zu sein. Wir haben hier so ein digitales Display, da kann man sich das reinziehen. Wie findest du übrigens meinen neuen Style? Sehr cool. Ich bin jetzt so LA Marathon gelaufen. Meine Oakley ziehe ich mir gleich auch noch an. Jetzt geht's ab zu Phil's. Leute, das wird sehr, sehr krass. Zieht euch das mal rein. Was ein Match. Jeez. Okay, Bildauswahl hat leider nicht so geklappt, wie wir das wollten, weil wir haben das als eine ZIP-Datei zugeschickt bekommen und wir haben den Fotografen dann gebeten, uns das auf so einer Plattform hochzuladen, wo man einfach so mit Flaggen markieren kann, grün oder rot und nicht ausgewählt etc. Deswegen fahren wir jetzt zu Community Goods auf mehrere Empfehlungen hin und machen da die Bildauswahl, alles dabei, Laptop etc. Und ich glaube, da ist es nochmal ein bisschen angenehmer als hier, weil dann kann man sich da einen niceen Kaffee holen, Matcha etc. Ihr kennt es doch. Dann machen wir kein Homeoffice, sondern Remote. Ja. Wir machen Remote. Das muss langsam ein Ende haben mit diesen Goyard-Geschichten. Peso Leather Goods coming soon. Leute, wir sind niemand, der sich gerne in Schlangen stellt, vor allem nicht in der prallen Hitze. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir jetzt einfach dippen und irgendwo anders einen Kaffee trinken gehen. Weil, wie ihr da gesehen habt, wir müssten da jetzt 45 Minuten oder so in der Schlange stehen, um uns einen Kaffee zu holen. Und einen Sitzplatz, den wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Deswegen sind wir tendenziell eher raus und schauen uns das irgendwann vielleicht mal an. Aber ich glaube, aktuell sehr schwer. Also während wir jetzt hierher gefahren sind, haben wir einen random Flohmarkt gesehen. Wir waren zwar auf der Suche nach einem Café, aber ich glaube, hier in der Nähe gibt es wahrscheinlich genug. Wir ziehen uns jetzt mal rein, was es hier so zu kaufen gibt. Vielleicht finden wir ja irgendwie einen versteckten Stil oder irgendwas sehr Nices und geben dem Ganzen mal eine Chance. Also wir sind jetzt hier auf so einem random Flea Market, den wir gefunden haben. Ich habe da hinten bei diesem Stand diese Teile hängen sehen, meinte so, ey, kann man die auch kaufen? Meinten die, nee, das ist eigentlich nur Deko. Aber du kannst eins haben, meinte ich, nein, ich will das kaufen und so. Die sind so, also Leute wirklich korrekt hier, die wollten mir das einfach schenken. Jetzt habe ich hier so ein Amerika-Bandana mir geholt. Fand ich irgendwie fresh. Und Mo hat hier bei dem anderen Stand eine Cap gekauft. Zeig auch gerne mal. Zwei sehr korrekte Dudes. Haben eine eigene Marke hier in Malibu. Ja. Sehr, sehr fresh. Sehr fresh. Pink und Camo kommt sehr nice. Und wir schauen jetzt mal ein bisschen weiter danach. Gehen wir hier direkt in dieses Café. Kleinen Espresso trinken, Bildauswahl machen. Life is good. Okay, weitere Ausbeute. Einmal das hier, schon sehr nice, für Wifi. Und dann hier für mich ein Longsleeve mit Jesus drauf. Super, super nice. Und zwei sehr coole Finds. Wir sind einfach random auf diesen Flohmarkt hier gegangen und haben so die übelst kranken Sachen gefunden. Schon sehr cool. So Leute, kleine Espresso-Pause und wir gehen in den Work-Mode rein, nachdem wir im Shopping-Mode waren. Wie gesagt, alle Sachen seht ihr im Shopping-Vlog. Kleinen Sneak Peek habt ihr ja wahrscheinlich bekommen, wenn der Tim gnädig war. Und wir haben wirklich sehr, sehr krasse Sachen gefunden, super viel Inspiration, unnormal korrekte Leute, coole Sachen und viel Outside-the-Box-Denken, viele Customs und so. Also auch hier
keine Ahnung, was das für ein Flea Market ist, ist beim Mauro Café. Ich weiß nicht, ob der hier oft ist, aber falls ihr in L.A. seid und irgendwie shoppen wollt und in der Nähe seid, checkt das ruhig mal ab, ob der da ist, weil hier sind wirklich coole Sachen dabei. Das mit der Auswahl hat immer noch nicht ganz so geklappt, da liegt ein kleiner Fluch drauf. Wir checken jetzt im Auto ab, was die besten Picks waren und was die schlechtesten waren, in Anführungszeichen, weil eigentlich alle geisteskrank waren. Aber die schwächsten suchen wir raus und da legen wir dann jetzt Prio drauf, um die heute nochmal besser zu shooten. Wir fahren jetzt nochmal kurz nach Hause, weil der Mister hier gerne noch seinen Tanktop wechseln würde. Und also kleines Outfit-Change. Dann fahren wir nach Malibu Beach, shooten da ein bisschen Peso und dann shooten wir den hier, habe ich gehört. Yes, sir. Der wird ganz wichtig. Zu viel Gegenlicht. Der Sand sieht übelst schattig aus, so unruhig. Fuck, das war so dumm, dass wir so spät angefangen haben. Wir haben uns so dumm von Skyler belabern lassen. Nach dem Motto, ja, das sind alles geile Locations, lass mal erst mittags anfangen und so. Fuck, was machen wir jetzt? Lass mal fragen, ob du noch andere References hast. Vielleicht auch auf irgendeinem Parkplatz dann mit einem Auto oder so. Ja. Oder der letzte Spot hinten, den er angepinnt hat. Hey, this is Rio, you guys. Rio, what's good? He's chill, he's trying to get his head out right now. Good boy. Good. Stark, yeah. Boah, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hoffe, ihr seid happy, Alter. Geistkrank. Vor allem, ich habe gerade noch gesagt, das Auge fürs Detail. Danke. Aus dem Spot drei verschiedene Moods rauszusuchen, ja. So in dem Sinne. Oder beziehungsweise drei verschiedene. Ja, als ob das wirklich so ein Setbau war, der perfekt für uns gemacht war. Drei Spots auf einmal. Alles eine coole Dreierreihe auf Insta. Und ich muss sagen, das Detail, was du jetzt gerade zum Schluss gezeigt hast, hätte ich so niemals sehen können. Was denn? Ganz ehrlich, das war zu krass an einem G-Wagon. Ich hatte schon große Zweifel, dass heute nichts mehr wird mit dem Shooting. Ganz ehrlich, ja. Der junge Herr zu meiner Rechten hat beim Vorbeifahren mit seinem Auge fürs Detail alles geklärt. Eine Hand wäscht die andere. Ihr helft bei Peso, ich helfe bei Sovet. Ich bin so happy. Es fehlen nur noch ein paar Peso-Sachen. Sovet haben wir jetzt vorgezogen. Für meine beiden besten Freunde. Tornado-Fleece brauchen wir noch. Schwarze Tanktop brauchen wir noch. Dann sind wir dann. Das mit der Wäscheleine, ich weiß nicht, ob wir das noch machen oder hinkriegen, weil wo soll bitte am Strand eine Wäscheleine hängen können? Also realistisch ist es nicht. Ja, deswegen müssen wir das abchecken. Ich bin wirklich fix und fertig. Ich stand den ganzen Tag in der Sonne. Aber es hat sich gelohnt und wir haben einfach gar kein Wasser mehr. Bro. Ist ein Schaf im Wolfspelz. Einfach deutsch und amerikanisch in einem. So, jetzt gibt es eine kleine Pause, bevor wir die Peso-Sachen weiter shooten. Und zwar haben wir uns jetzt wirklich alle eine Pause verdient, weil es gab nirgendwo eine Toilette, wir hatten kein Wasser mehr etc. Beste Arbeitsbedingungen. Nee, aber ja, jetzt sind wir hier in so einem kleinen Malibu Country Mart. Hier gibt es irgendwelche Cafés, so ein Bio-Stuff. Type of Vibe und random einfach Chrome Hearts ist hier. Das ist ja so random. Nichtsdestotrotz werden wir uns das auf jeden Fall entgehen lassen und trinken jetzt erstmal was Kleines. Was soll ich euch sagen? Geisteskrank, oder? Dass das unsere Arbeit sein darf, ist wirklich krass. Wir sind sehr, sehr gesegnet. Danke auch euch. Viel Spaß. It's a wrap. It's a wrap, baby. Another one in the book. Thank you guys. Thank you so much, man. Okay, Leute, wir sind fertig mit dem Shooting. So, so krass. Wir hätten gedacht, wir brauchen länger. Aber boah, zieht euch mal rein, wie das hier aussieht. Wirklich, dass das die Tage jetzt unser Arbeitsplatz war, ist so unfassbar und ich bin so happy, wie das ganze Shooting geworden ist. Ich habe jetzt schon allein schon auf der Kamera beim Auslöser gesehen, während ich Skyler über die Schulter schauen durfte, gesehen, dass das unfassbar crazy Bilder werden und ich bin so stolz und gespannt, euch die auf Instagram präsentieren zu dürfen und ja, bleibt gespannt. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Szene wieder. Cheers. Alle Sachen, die ihr übrigens bisher gesehen habt,
aus dem Best-Seller-Restock sind jetzt übrigens erhältlich. Das heißt, ihr könnt in die Beschreibung schauen, auf den Peso-Link klicken, shoppen und danach dieses Video weitergucken. Das würde ich euch empfehlen. So, der nächste Tag ist angebrochen. Das Frühstück habe ich euch heute mal erspart. Ihr könnt euch ja denken, wo wir waren. Wir sind jetzt beim Friseur. Es wird Zeit, sich mal die Seiten wieder frisch zu machen mit einem kleinen Taper. Wir sind tatsächlich auch bei dem Barber, wo wir damals vor 2 Jahren Haare schneiden waren. Deswegen ein sehr nices Comeback jetzt an der Stelle. Und dann würde ich sagen, lasst uns zusammen reingehen. Leider schlechte Neuigkeiten. Wir sind hier gerade im LA River, wie man unschwer erkennen kann. Immer noch sehr, sehr geisteskrank hier. Und ihr habt vielleicht im letzten LA-Vlog gesehen, beziehungsweise habt es noch in Erinnerung, dass hier oben ein Peso-Graffiti war, was random Leute dahin gesprüht haben, nicht wir. Und es ist einfach weg. LA will uns unten halten. Die wollen das Movement stoppen. Das kann aber nicht passieren. Das war es dann aber auch schon für heute. Wir haben für morgen geplant, nach Las Vegas zu fahren mit dem Auto 4 Stunden straight durch die Wüste. Ich weiß nicht, ob das so ein langer, aufwendiger, zu zeigender Trip ist, dass ich da ein extra Video draus mache. Wenn nicht, seht ihr das sogar schon gleich. Mitten in der Wüste wurde eine kleine Oase gebaut, in der wir uns jetzt hier befinden. Also wir sind wirklich mitten im Nirgendwo. Hier ist nur Sand und Gestein. Zieht euch das mal rein. Und die haben hier einfach so Parkplätze. Was gibt's hier? Tacos, Raising Cane's, Denny's und Shell reingeknallt. Wir tanken jetzt gerade hier voll. Und danach geht's weiter. Machen wir eine kleine Pinkelpause. Ein bisschen was Wasser wird noch geholt. Ja, und dann geht's weiter. Wir haben, glaube ich, noch 2,5 Stunden vor uns. Sind bisher gut durchgekommen. Was macht der Barste da? Barste knüpft neue Freundschaften? What? Zu krass. Ja, und wir sehen uns dann, wenn wir ein bisschen näher an Las Vegas sind. So Leute, wir sind angekommen in Las Vegas. Wir checken jetzt mal ein bisschen die Stadt ab. Wie ihr seht, hat man sogar einen Blick auf den Eiffelturm nach Paris. Also der Himmel ist nicht so wolkig. Nein, also wir sind jetzt da, checken ein bisschen die Stadt ab. Gehen wahrscheinlich zu diesem New York. Eine kleine Runde Achterbahn fahren. Also wirklich einfach nur hier, um so ein bisschen Spaß zu haben. No drinks, no drugs, no Glücksspiel. No. Clean Boys 4L. Nachdem wir in Paris waren, hat uns der Fahrer jetzt gedroppt in kleine Weltreise. Einfach mal kurz hinter uns. Ne, das ist so ein. Ist das ein Freizeitpark? Das nee. Ist ein Hotel. Es ist ein Hotel / Achterbahn. Und der Wunsch war, dass wir hier drauf gehen, deswegen ja, erfüllen wir das jetzt. Geiles auch. Wie geht's? Alles klar? So, nachdem wir jetzt lecker gefrühstückt haben, geht's jetzt zu Marc nach Hause. Wir müssen jetzt noch eine halbe Stunde circa fahren, waren mit Marc im Wynn Hotel in Las Vegas frühstücken. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen was auf, werdet ihr dann sehen, je nachdem, ob da halt ein extra Video kommt oder nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir haben auch super nice gequatscht, weil ey, ich meine, Marc und ich, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten mittlerweile. Und wenn man zurückblickt, so was wir so in diesem Game schon so alles gemacht haben, so dieses Uhrending, das war auf Social Media vorher noch nie so ein riesiges Thema. Und so man hat das so nicht salonfähig, aber so trendy gemacht. Kann man schon fast sagen, ohne dass ich jetzt so auf dieses ich habe Playboy Cardi nach Deutschland gebracht, Type of Vibes was sagen will. Ne? Ja. Ja, aber das war schon krass. Marc und ich, diese OG Iced Out Zeit früher, war schon sehr, sehr geil. Deswegen sieht man das. Marc, was würdest du sagen, ist das Beste am Auswandern? Also,
wo du sagst, boah, das gibt's vielleicht in Deutschland nicht oder es läuft hier besser als in Deutschland. Für die, die jetzt nicht so übelst im Thema drin sind, Marc ist nach Las Vegas ausgewandert. Also der Unterschied, ich sag mal, am Anfang natürlich, man hat immer viele Sorgen, man hat immer auch natürlich Ängste und sowas, ne? Aber wenn man dann einmal so hier ist, ich will jetzt auch nicht der Typ sein, der so Deutschland irgendwie schlecht macht. Deutschland, am Ende, wir zahlen weiterhin unsere Steuern da, wir sind auch ansässig, wir haben unsere 35 Mitarbeiter und es bleibt auch alles bestehen und Deutschland ist meine DNA, ne? Ja. Aber manchmal, Saigon Yalcin hatte das auch gut gesagt, so, wir sollten uns mal die Frage stellen, so, ob wir aus der Sicht der, auch für die Wirtschaft, ob wir das Beste machen und es attraktiv ist, dass man sich in Deutschland niederlässt. Genau. Tun wir alles? Oder wenn wir sagen, ja, wir sind da ganz weit vorne, dann muss man nichts ändern. Mhm. Wenn wir andere Meinungen sind, dann nicht. Aber was mir die meiste Lebensqualität bringt, sind die Menschen. Ich sagte, die Menschen, die Freundlichkeit. Das Wetter vielleicht auch. Wetter auch, aber ich muss dir sagen, die Menschen ist schon mal, weil das Wetter ist es quasi so, als wenn es regnen würde, wenn du über 45 Grad, wir haben jetzt 2 Monate hinter uns, nur jeden Tag 45 Grad, da kannst du auch nicht rausgehen. Ja, ja. Also so wie bei Regen quasi so. Aber ja, aber ich meinte jetzt vielleicht eher sogar, wenn nur die Sonne scheint, dann bist du aber auch seltener schlecht drauf, weil wenn es immer grau ist, immer Regen und so, dann ist es vielleicht auch so nach dem Motto, dann wirst du selber irgendwie so trist. Aber wenn nur die Sonne scheint, klar, du gehst vielleicht nicht raus bei 45 Grad, aber irgendwie ist es halt trotzdem nice, weil du so mit einem guten Vibe aufwachst. Wenn du morgens aufstehst, du siehst die Sonne, das beeinflusst dich unbedingt. Also das auf jeden Fall. Aber ich finde für mich persönlich, wir befinden uns ja gerade in so einer Transitphase, weil wir haben jetzt, sagen wir mal, wir kriegen relativ viele amerikanische Comments und Deutsch. Und einer hat jetzt so geschrieben, dass der Unterschied, es ist echt erstaunlich, wie viele negative und missgünstige Kommentare von deutschen Zuschauern kommen. Und wie anders und interessiert die Amerikanischen sind. Und das muss ich sagen, der Kommentar ist jetzt gerade gekommen unter dem letzten Video. Da muss ich sagen, das trifft schon sehr gut. Das stimmt, ja. Manche Sachen, also um auch mal Amerika nicht hier nur zu loben, sondern auch zu kritisieren, aus Klamottensicht zum Beispiel, in Deutschland, das ist wahrscheinlich das fortschrittlichste Land, was neue Klamottenmarken angeht, für Qualitätsstandards. Weil jeder, der in dem deutschen Markt startet, und es sind ja in den letzten Jahren so unfassbar viele neue Marken gestartet, jeder weiß, ey, damit ich hier überhaupt mitmischen kann, muss meine Qualität mindestens auf dem und dem Level sein. Oder vielleicht sogar, ja, mein Ziel ist es, irgendwie auf dieses Peso-Level zu kommen von Qualitätsstandards. Und damit rede ich nicht nur von Klamotten etc., sondern auch so vom Output her. Wie shoote ich meine Campaign? Was ist so mein kreativer Anspruch und so? Und wenn du dir manchmal so den amerikanischen Markt anschaust, die machen vielleicht coole kreative Sachen, die kaufen aber irgendwie so ein 6-Euro-Blank oder so, oder ein 3-Euro-Blank, machen da ihren Siebdruck irgendwo drauf, im LA, im Fashion District, und das wird dann verkauft. Und die verkaufen das dann für 200-300 Euro. So ein Hoodie zum Beispiel. Gutes Beispiel ist V-Lone, kennt jeder. Die haben angefangen mit Gildan-Hoodies und sind dann irgendwie, glaube ich, auf LA Apparel gegangen. Die sind dann 2 Euro im Einkauf teurer. Und so ein Hoodie hat dann, was hat das gekostet, 200? Nagelt mich nicht drauf fest, aber so, du verstehst so, was ich meine. Die Leute sind hier bereit, viel, viel mehr für Klamotten zu bezahlen, aber die Qualität ist so zweitrangig so gefühlt. Deswegen die Kunden, die wir aus den USA haben, und wir haben jetzt auch die Kasse, also den Zoll, die Gebühren und den Versand in dem Hoodie-Preis zum Beispiel inkludiert, sodass jeder nur sieht, okay, der Hoodie kostet jetzt nicht wie in Deutschland 85 Euro, sondern kostet dann 120 oder 130. Dafür ist aber alles schon mit drin. Die Leute denken, okay, krass, ein Hoodie für 130 Euro, die Amerikaner. Meine Hoodies hier, die kosten alle so 150 bis 250 Euro von irgendwelchen Streetwear-Brands. Dann hole ich mir doch lieber den, zahle nichts extra und habe noch eine viel krassere Qualität als die Sachen, die hier vor Ort sind. Aber das liegt auch daran, wenn du jetzt beispielsweise Pizza bestellst. Nehmen wir nur ein Beispiel. Wir sind jetzt hier zu dritt. Ne? Mhm. Wir bestellen jetzt für alle 3 Leute Pizza und vielleicht eine Vorspeise. Das kostet 130 Dollar. Ja. Das ist einfach die Preise immer. Das ist hier so teuer. Ich weiß nicht, was abgeht. Ne? Aber darum, wenn du jetzt für 130 Dollar einen Hoodie nimmst, das ist ja kein Geld. Ja, das juckt die hier nicht. Das ist so völlig normal. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, da wird jeder Cent zweimal umgedreht. Zu Recht aber auch, weil die Leute vieles mehr hinterfragen als die Amerikaner, finde ich. Das wird mehr hinterfragt und mehr auf Details geachtet. Und das, finde ich, ist auch was Gutes an Deutschland, dass wirklich so die Qualität zählt und das beste Produkt.
Also Deutschland, und nicht das beste Marketing nur. Ja, in Deutschland finde ich, dass die Leute auf jeden Fall mehr denken beim Konsumieren. Mhm. Und hier ist schon so ein bisschen sorgloser. Ja. Einfach ja. Raus damit, ne? Aber die Leute haben auch einfach mehr Geld hier. Ja. Muss man auch dazu sagen. Ja, das kann sein. Es gibt zumindest mehr Leute mit Geld, weil einfach viel mehr Einwohner hier in diesem Land sind. Ja. Okay, das hat mir sehr weit gemacht. So Leute, das war's doch endlich von diesem Vlog. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir hatten eine unfassbar nice Zeit, eine sehr, sehr nice Work-Life-Balance. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Dann checkt jetzt in der Videobeschreibung pesoclub.com ab. Da findet ihr die besten Produkte, die eurem Kleiderschrank fehlen. Also checkt ab. Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Peace.